Es sind Konzerte von Kindern für Kinder, wobei die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und der hohe Einsatzwille der jungen Musiker sowohl das junge als auch das ältere Publikum immer wieder begeistert. Con Brio holt das Kinderorchester NRW in seinem Jubiläumsjahr nach Hückelhofen. Normalerweise stehen die Freunde der Kammermusik von Con Brio in Hückelhofen für ein anderes Programm als Orchesterkonzerte. Doch auch im vergangenen Jahr brachten sie das Kinderorchester NRW, kurz KIO genannt, bereits auf die Bühne der Aula. Das hat sehr viel Begeisterung hier in Hückelhofen ausgelöst und bin sicher, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Im Jubiläumsjahr sind wir ganz besonders stolz, uns gegen Konkurrenz größerer Städte im Land hier durchgesetzt zu haben. Bedingt auch dadurch, dass wir hier in Hückelhofen ganz ideale Bedingungen haben mit der Aula, ihrer besonderen Akustik, und das wird gerne vom Kinderorchester genutzt. Für die 13-jährige Alina aus Bergisch Gladbach ist es immer wieder spannend, wenn es auf die große Bühne geht. Ich finde es einfach nochmal spannend, wenn man zum Beispiel die Noten zugeschickt bekommt, dann kann man sich das nicht mehr wirklich vorstellen, wie das gemeinsam klingt, und dann einfach der Moment, wenn das ganze Orchester das erste Mal zusammenspielt, ist überwältigend, würde ich sagen. Dem 12-jährigen Darius fällt eine ganz besondere Aufgabe zu. Er spielt nicht nur die erste Geige, er ist auch der Konzertmeister des Ensembles. Als Konzertmeister habe ich verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel, ich bin fürs Stimmen zuständig, ich leite so meine Stimmengruppe, also jetzt die ersten Geigen dann. So wie Darius finden im KIO musikalisch hochbegabte Kinder zwischen 10 und 14 Jahren einen Ort, an dem sie ihr musikalisches Talent spielerisch und professionell entfalten können. In den Verantwortungsbereich von Lena Zimmer fällt die Planung und Umsetzung der Projekte des KIO. In diesem Jahr ist es natürlich ganz besonders spannend. Wir feiern 10-jähriges Jubiläum. Wir sind auch sehr gewachsen. Früher sind wir von dem regionalen Orchester Kinderorchester Ruhr, haben wir uns landesweit aufgestellt. Das war im Jahr 2012. In den ganzen Jahren ist es natürlich toll, wenn man sieht, welche Entwicklung das Orchester gemacht hat. Wir haben Kinder mittlerweile aus allen Landesteilen, also wirklich von Detmold bis Aachen ist alles dabei. Und die kommen zusammen zu Proben in den Ferien an den Wochenenden. Also da steckt sehr viel dahinter, sehr viel Engagement von allen Beteiligten. Jetzt im Moment ist der Höhepunkt der Arbeitsphase so langsam erreicht. Jetzt mit diesem Konzert in Hückelhofen. Aus dem ganzen Land kommen die Besten der Besten zusammen, um in diesem Landesensemble gemeinsam zu musizieren und ihr Publikum von klein bis groß zu begeistern. Für Dirigent Witthold Werner immer wieder eine ganz besondere Aufgabe. Das ist natürlich toll, mit Kindern zu arbeiten, das habe ich sonst nicht. Und das Besondere an diesem Orchester ist dann eben, die Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen. Die machen eine unglaubliche Entwicklung durch in den Phasen. Manche fangen relativ bescheiden an, sage ich mal, aber so, dass sie gerade ins Orchester passen. Und nachher sind die Kinder, wenn sie uns dann verlassen, meistens mindestens so weit, dass sie in ein Landesjugendorchester können, dass sie zum Teil studieren sie inzwischen ihre Instrumente. Also ich glaube, wir haben da eine gute Entwicklung, die wir fördern und fordern können. Das Kinderorchester NRW. Spielfreude pur.